Sehr gut, genau. Ist doch fast genug. Ja, es gibt wenig Leute hier, nicht? Das ist ein bisschen schade dann, aber. Ja, wir haben kein Problem. Ja, ja, ich muss ja vor. Wenn Sie schlecht Flugzeug fahren, bitte gehen Sie wirklich einfach durch. Schaffen wir mal. Ja, genau. Unser Interviewpartner heute ist Rainer Schmidt, 1965 geboren, einer der bekanntesten deutschen Behindertensportler, heute als evangelischer Pastor tätig. Wie stehen Sie persönlich, vielleicht auch als Pfarrer, zu dieser Möglichkeit für BND? Ja, ich weiß, dass ganz viele Eltern heute nach einer kritischen Diagnose, nach vorgeburtlicher Untersuchung, tatsächlich ihr Kind abtreiben. Also 85% der Diagnosen Down-Syndrom werden nicht mehr geboren. Und es hat schon Abtreibungen gegeben von Kindern, denen der Unterarm fehlt, wo man gesagt hat, na, das kann man den Eltern oder dem Kind nicht zumuten. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr falsche Vorstellungen von einem Leben mit Behinderung haben. Ich glaube, dass die Kinder genauso wertvoll sind wie jedes andere Kind. Also wenn es mich nicht gäbe, wäre das für mich höchst tragisch und schade. Also insofern meine ich, man muss nicht alles wissen. Und es gibt auch Eltern, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, eben nicht alles untersuchen zu lassen und wissen zu lassen, weil sie sagen, es besteht sowieso keine Therapiemöglichkeit. Das ist tatsächlich in den allerseltensten Fällen. Also das Einzige, was wir erfahren, ist, das Kind ist behindert. Und dann haben wir nur bekommen oder wegmachen, aber nicht heilen als Option. Also, dass Eltern überfordert sind, wenn sie ein behindertes Kind bekommen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das wird so sein. Im Übrigen sind viele Eltern heute durch ihre Kinder überfordert. Die Frage ist tatsächlich, lasse ich diese Eltern alleine oder bekommen sie auch Hilfeleistungen, bekommen sie eine Unterstützung? Man hat den Eindruck, ursächlich ist die Behinderung, das hat die Katastrophe herbeigeführt. Ich glaube aber, die wahnsinnig vielen Fällen, wo diese Behinderung eben nicht eine Katastrophe herbeiführen, sind Beweis genug, dass man sagt, es muss nicht so sein. Wie erklären Sie sich dann, dass Ihre Eltern, wie Sie selber schreiben, doch ursprünglich ein Gefühl der Scham hatten? Ich glaube, beide schließt sich nicht aus. Also meine Mutter ist so eine praktisch fromme Frau, die hat auch gemerkt, ja, das ist nicht das Kind, was ich mir wünsche, aber der liebe Gott hat es mir nun mal in den Arm gelegt. Dass sie sich nicht doch ein anderes Kind gewünscht hätte, das ist ja unbenommen. Und dass sie manchmal sich geschämt hat oder mein Vater gesagt, Mensch, schade, warum habe ich nicht einen guten Fußballer als Sohn bekommen, sondern jemanden, der auch noch eine Beinprothese tragen muss. Ich selber glaube aber, dass mein Glaube eher mir dazu verholfen hat, auch mich mit dem Schamthema auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich muss mich selber oder meiner selbst nicht schämen, denn vor meinen Eltern schäme ich mich nicht, vor Gott schäme ich mich auch nicht. Also es sind eher die Menschen, vor denen ich Angst habe und gerne meine Begrenzung verstecken möchte. Und dafür ist es immer gut, eine Gegenerfahrung zu haben, also Menschen oder Gott zu haben, vor denen man sein darf, wie man ist, auch mit denen selbst subjektiv als Schwächen empfundene Seiten. Die Antwort ist ganz klar, ja, Gott will, dass es Menschen mit Behinderung gibt. Und die treffe ich deswegen, weil ich sage, Behinderung ist nichts Außergewöhnliches. Wir Menschen sind alle begrenzt. Ich würde diesen Satz, Gott will, dass es Menschen mit Behinderung gibt, aber immer ergänzen, nämlich Gott will nicht, dass der Mensch an seiner Begrenzung, seinen Behinderungen zugrunde geht. Und dann muss man schon sagen, ja, es gibt normale Grenzen und unnormale Grenzen und dann sind wir Menschen wieder dran zu definieren, was ist eigentlich eine normale Grenze? Ist meine Behinderung normal oder unnormal? Und dann erzähle ich immer, dass ich bei 1 Million Geburten gibt es 2 Kinder mit meiner Behinderung. Das finde ich ziemlich normal. Ich habe schon gewusst, dass meine Arme zu kurz waren und mein Bein, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich fühlte mich wie ein völlig normales Kind. Ich habe mit meinen Spielkameraden in Wald und Wiese gespielt, war andauernd unterwegs, war überall mit dabei. Ein paar Dinge konnte ich nicht so gut, aber das ging anderen Kindern genauso. Und die Menschen haben sich auch mir gegenüber ziemlich normal verhalten. Ich bin auch verkloppt worden als kleiner Junge, nicht nur mein Bruder, der lange Arme hat. Das finde ich wichtig, also ob man normal behandelt wird. Und das war bei mir so.
außergewöhnlich behandelt wurde ich dann tatsächlich, als ich in eine außergewöhnliche Welt kam, in eine Sonderschule und dann separiert wurde von anderen Kindern. Und dann setzte auch dieses Gefühl ein, ich bin vielleicht doch ein Sonderling. Dieses Besondere sein kann ja positiv oder negativ sein. Wenn ich jetzt heute als Medaillensieger gefeiert werde, bin ich auch irgendwie was Besonderes, aber das ist was besonders Schönes. Und ich habe schon gemerkt, die Sonderschule, das ist keine Elite-Schule. Auf der anderen Seite war die Schule eine gute Schule. Also ich kann nicht sagen, dass die Sonderschule eine richtig schlechte ist, sondern vermutlich war die von den Pädagogen hier besser besetzt als in der anderen Schule. Es gab kleine Lerngruppen, auch da habe ich viel gelernt. Ich hätte, glaube ich, noch viel mehr lernen können. Ich habe mich oft gelangweilt, weil ich 5 Grundschuljahre machen musste. Da habe ich gedacht, warum? Ich kann doch genauso schnell lernen wie mein Bruder. Ich bin doch nur an den Armen behindert, aber nicht geistig behindert oder lernbehindert. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass Menschen mit offensichtlichen Einschränkungen, mit anderen Einschränkungen, auch in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Wenn wir alle die Menschen aussortieren und wegbringen, auch aus dem Bewusstsein bringen, dann könnte man meinen, dass ein Mensch männlich ist, 30 Jahre alt ist, hochpotent und weiße Hautfarbe hat. Und um dem Wahn nicht zu verfallen, dass man alles können muss, dass man autonom sein muss und immer stark sein muss, ist es ganz wichtig, einen Kontakt zu haben zu Menschen, die mal krank werden, die älter werden und zu sehen, das geht nicht mehr, die behindert sind. Und insofern glaube ich, eine Gesellschaft, die sehr heterogen ist und wo auch Menschen drin sind, die permanent mit ihren Grenzen leben müssen und auch Lebensweisen entwickelt haben, können für alle Menschen nur wichtig sein. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht genau, ob ich nicht irgendwie mit meinem Leistungssporttreiben auch versucht habe, meinen Papa glücklich zu machen, der immer einen guten Fußballer als Sohn haben wollte. Auf der anderen Seite sage ich immer, als ich angefangen habe, Tischtennis zu spielen, hat niemand irgendwas von mir erwartet. Also ich habe mich vielleicht mit anderen verglichen, aber ich habe vor allen Dingen die Lust am Lernen empfunden. Das habe ich als innere Motivation gemerkt. Es ist schön, es gibt mir ein Gefühl, stark zu sein. Ich kann auch was, ich kann nicht nur kein Klavier spielen, sondern ich kann auch toll Tischtennis spielen. Das war, glaube ich, für mich ein viel stärkerer innerer Antrieb als jetzt will ich es meinem Papa aber beweisen oder mir selbst beweisen oder ich bin genauso konkurrenzfähig wie andere. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich kann nicht mithalten, wenn 15-jährige Jungs um die Wette laufen. Da war ich völlig chancenlos unterlegen und das habe ich irgendwann aufgegeben. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich muss auch nicht in allen Disziplinen mithalten. Ich möchte gerne das machen, was ich mit Leidenschaft und gerne mache. Und das werde ich nie so gut können wie ein Bundesligaspieler im Tischtennis. Das ist aber irgendwann für mich auch nicht mehr wichtig. Ich hatte einen ersten Beruf, der mir keinen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich gesucht, was kann ich machen? Ich wollte ursprünglich mal Architektur studieren, das hat mir das Arbeitsamt verwehrt, ohne Hände, ohne praktische Ausbildung, haben die gesagt, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, was interessiert mich noch? Theologie. Und dann habe ich aus reinem Interesse angefangen, Theologie zu studieren, so aus Neugier, sage ich mal, und wollte 4 Semester studieren und dann die Entscheidung treffen, ob ich mich wieder in meinen alten Beruf zurückbegebe. Und da bin ich aber hängen geblieben. Also nach 2 Semestern war das für mich völlig klar, ich mache das zu Ende. Ich fand das unglaublich spannend, interessant, habe dann weiter studiert und habe dann in der Mitte des Studiums auch die Entscheidung getroffen, ich werde Pfarrer. Das habe ich aber erst nach einem Gemeindepraktikum, weil ich wusste gar nicht so genau, was man da macht in diesem Beruf. Und dann habe ich das 6 Wochen lang kennengelernt und fand das auch wieder faszinierend. Habe auch gedacht, das entspricht auch ein bisschen meiner Begabung, das kannst du, das ist okay. Und das war ein längerer Prozess dann, also es hat über 1,5 Jahre eigentlich gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, so, ich mache jetzt das Examen und danach werde ich ins Vikariat gehen und das zweite Examen machen und dann Pfarrer werden. Und die Entscheidung muss dann, glaube ich, immer wieder auch nochmal erneuert werden, immer wenn es so eine Krisenzeit gibt, wenn es einem nicht so gut geht, denkt man, oh, warum habe ich diesen Beruf gewählt? Aber bis jetzt trägt mich das und ich sage immer noch, das war mein Beruf und ich predige leidenschaftlich gerne, das aber auch andere Dinge. Also ich komme aus einer richtigen Bauern- und Handwerkerfamilie. Also meine Großeltern waren alle Bauer oder Handwerker. Mein Bruder und ich sind die beiden Einzigen, die Abitur gemacht haben in unserer Cousin-Cousin-Sippe da. Ich bin der Einzige, der studiert hat und damit auch der Einzige, der Theologie studiert hat. Da gibt es weit und breit keinen, der da so herkommt. Aber das, ich meine, manchmal im Studium habe ich schon gedacht, ach, warum habe ich nicht so einen bildungsbürgerlichen Hintergrund? Dann fällt einem vieles einfacher, an manches musste ich mich erst gewöhnen. Auf der anderen Seite merke ich heute, gerade weil ich noch so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und weil ich dann eben deutliche Worte und einfache Sprache benutze,
das ist für viele Menschen auch ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht nur Akademiker und Doktoren in unserer Kirche, es gibt auch ganz einfache Menschen, die einfach fragen, warum lässt der liebe Gott zu, dass ich krank werde? Und darauf müssen sie eine Antwort haben. Und da können sie nicht mit der DOC-Frage und mit Leibniz und den Philosophen daherkommen, sondern mit den Menschen müssen sie so reden, dass es für sie einen Glaubensgrund gibt.